Ja, Herr Dr. Teichmann-Belgin, Sie sind hier ganz glücklich in der Sommerpause an gute Traditionen anzuknüpfen. Sie präsentieren wieder einmal einen Maler und eine Fotografin und das so, dass der Betrachter quasi auch beim Betrachten urlauben kann, ja? Die Urlaubssituation ist auch im Museum eindeutig gegeben, und zwar dergestalt, dass wir hier zwei sehr unterschiedliche Medien haben, einmal Malerei, einmal Fotografie. Beide haben etwas gemeinsam. Das wird der Betrachter oder die Betrachter im Laufe der Zeit, das heißt, wenn man durch die Ausstellung geht, dann auch sehen können. Es gibt so etwas wie eine Ruhe, die auf den Betrachter plötzlich einwirkt gewissermaßen. Es gibt dann aber auch Momente, in denen diese Ruhe aufgelöst wird und man gezwungen wird, nicht gezwungen natürlich, aber sagen wir, angeregt wird, sagen wir, aus der Ruhe herauszukommen und sich auch vielleicht zu positionieren mit seinen Augen, mit seinen Gefühlen vielleicht auch und auch Dinge zu sehen, die man vielleicht auch draußen gesehen hat, aber in sehr konzentrierter Form in den Museumsräumen selbst zu erleben sind. Vielleicht so eine emotionale Dimension. Bei Fotografie ist es immer so, da heute ja viele Menschen fotografieren, Gott sei Dank, dass man auch durch professionelle Fotografen auch angeregt wird, vielleicht das eine oder andere, mit dem einen oder anderen Thema sich zu beschäftigen, zum Beispiel mit dem Stillleben. Mhm. Wobei, wenn ich jetzt das mal gerade aufgreife von Laura Letinski, das Stillleben dann wirklich auch lebt. Ja, ich habe mir das gerade so angeschaut. Sie inszeniert das ja sehr schön in Collagenform, aber auch stark mit Lichteffekten und sorgt auch dafür, dass das jetzt Speisen auch erkennbar ja, wirklich leben. Ne? Ja, das ist bei Laura Letinski so, dass sie auf der einen Seite zurückgeht auf eine Tradition von zum Beispiel Simeon Chardin, einem französischen Maler des 18. Jahrhunderts, der ja Stillleben auch gemacht hat, unter anderem auch mit Hasen, die er dann so lange studiert hat, bis sie sozusagen, bis die Verwesung sozusagen eintrat. Nicht? Das ist manchmal bei ihr auf Fotos auch der Fall, dass sie die Obst zum Beispiel sehr lange beobachtet, nicht? Und dann irgendwann mal sozusagen die Aufnahmen dann macht, die für sie wichtig sind. Und das Obst ist schon dabei, sich ein bisschen aufzulösen. Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt. Würde man, glaube ich, so als Fotograf normal, der man so normal fotografiert, nicht machen. Aber es könnte auch eine Anregung sein, sich auch mit Verfallsprozessen vielleicht auch zu beschäftigen, die aber eine ästhetische Qualität in diesen Fotografien, die wir hier ausgestellt haben, haben. Ja, die Ästhetik ist natürlich ganz hervorragend, so dieses Weiß als ganz großer Akzent. Und es strahlt dann trotz allen Dingen Ruhe aus, obwohl sehr viel Bewegung drin ist. Ne? Ja, Ruhe und Bewegung, das ist bei beiden der Fall. Auf der einen Seite hat man, also bei der Fotografin jedenfalls, auch so eine abgeschlossene Welt. Man weiß nicht, was für ein Raum das ist. Ist ein Raum, der irgendwo in Südeuropa oder in Australien oder in Amerika oder wo auch immer. Das ist eine abgeschlossene Situation. Und diesen Raum belebt sie immer wieder mit unterschiedlichen Stillleben, mit unterschiedlichen Arrangements, die mal schwerer sind, mal leichter sind, mal schwerelos wirken, mal sehr fest auch wirken. Man hat manchmal auch ein Glas, das fast umzukippen scheint im Grunde genommen. Also da gibt es auch verschiedene gewissermaßen dramatische Situationen, wenn man so will. Und auf der anderen Seite in der Malerei hat man das auch, die Schale, die man aus verschiedenen Perspektiven her sehen kann und auch unter verschiedenen Lichtbedingungen. Auf der anderen Seite gibt es dann diese Röhrenbilder, nicht die wir hier in dieser größten Halle hier sehen, wo es um Weite, um Ausdehnung und all diese Prozesse geht, die Malerei auch ausmachen kann. Da sprachen Sie jetzt über Norbert French, der jetzt hier dieses 16-Meter-Bild, das auch auf mich sehr, sehr lebendig wirkt, weil man so den Eindruck hat, das sind Baumstämme, die dann in den Raum hineinkommen. Ja. Das macht die Perspektive, und Perspektive scheint so das Hauptthema auch zu sein dieses Künstlers, ja? Perspektive ist ein wichtiges Element für diesen Künstler, aber sehr wichtig bei ihm, er hat diesen Schönheitskontrast von Schwarz und Weiß. Er konzentriert sich auf wesentliche Dinge. Das ist kein Maler, der bunt malt. Auch in der Vergangenheit hat er nicht richtig bunt gemalt, obwohl er hier und da Farben verwandt hat. Das ist für ihn sehr wichtig. Also das heißt, das Zurücknehmen von Farbe, das Zurücknehmen auch von Emotionalität, die aber dann ab und zu dann wieder losbricht letztendlich, um in einem Medium von Schwarz und Weiß, also in dieser Spanne von Schwarz und Weiß, letztendlich vieles intensiver auszudrücken. Sie wissen ja auch, Schwarz-Weiß-Fotografie zum Beispiel,
hat die auch ganz andere Qualitäten als Fotografie, die farbig angelegt ist. Und das ist bei dieser Malerei auch so. Da hat man auch Möglichkeiten, etwas auszudrücken im Medium von Schwarz-Weiß, als wenn man bunt arbeitet. Also ich finde, es ist eine schöne Herausforderung, hier vom 12. bis August, 30. September wirklich besinnlich das zu erleben. Sie sprachen sogar von einem Art Klostereffekt, ja? Klösterliche Ruhe, ja, richtig. Sie machen das aber nicht allein, sondern in Zusammenarbeit mit dem Museum DKM Duisburg? Ja, die Norbert-French-Ausstellung machen wir gemeinsam. Das heißt also, das DKM hat ja Werke, als ein Privatmuseum, Werke gesammelt von Norbert French. Und die machen eine Ausstellung und wir machen einen gemeinsamen Katalog. Also jedes Haus macht die Ausstellung für sich, aber wir machen einen gemeinsamen Katalog, der in etwa 2 Wochen dann auf den Markt dann auch kommt, mit Ansichten auch der verschiedenen Museumsräume. Das war uns auch wichtig.